Hier mit einer weiteren Folge von The Forest mit dem Leon und dem Patrick. Und Karin ist wieder nicht da, weil sie schläft oder zu faul ist oder einfach nicht da ist. Sucht sich den Grund einfach aus. Punkt. Ja, wir sind einfach wieder hier. Ja. Hallo. Ja, hi. Und Leon ist motiviert bis zum geht nicht mehr. Ach, was heißt motiviert? Schlecht gelaunt. Sag ich doch. Motiviert. Ja. Also, ich weiß nicht, was wir heute machen. Wir sind seit wirklich einem Monat haben wir nicht mehr gespielt. Wir wissen, dass jetzt auf jeden Fall Knochenrüstung gibt. Und ich werde mir mal eine bauen. Das heißt, man kann jetzt Feuer, um Knochen zu machen. Ja, und wir können jetzt bis zu 15 Knochen tragen und wir sollten uns gleich mal hier ein Bone Basket bauen. Am besten. Den mache ich gleich mal. Bau du mal. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir da gleich mal machen können, um uns zu rüsten für die neuen Gegebenheiten, die uns das Spiel in den Weg wirft. Und Bone Fences sollten wir vielleicht auch bauen, ein paar, um die Wände zu stärken. Ja, ich glaube, die werden nicht... Es kann sein, aber ich glaube, die werden nämlich nicht kaputt. Deswegen... Ich pack die mal neben das Essen, da baue ich da den Bone Basket hin, okay? Oder soll ich das hier zu den Logs packen? Ich pack das hier irgendwie. To-Do-List updated. Dummes Kaninchen. Wir brauchen 25 Sticks für den Bone Korb da. Hat wer noch Sticks von euch? Ja, wir haben noch voll viele Sticks. Ja, die sind jetzt alle weg, übrigens. Ich hab noch welche. Nice. Weil dann können wir gleich dann hier nachher farmen gehen und die Leute ich hab uns jetzt holen, mal eine... die wir brauchen. Gut. Aber ich hab nur mit 3 Snacks und ich hab wenig zu essen. Okay. Was wir auch übersehen haben seit dem letzten Mal, es gibt jetzt einen Köcher, wir können uns jetzt einen Köcher bauen, dass wir insgesamt 50 Pfeile halten können oder 40. Das gibt's auch noch. Und Giftpfeile gibt's auch seit letztes Mal neu und ja. Die wurden genervt worden. Ja. Ich weiß es selber nicht tatsächlich und naja, ihr sagt mir auch gerade nicht viel. Und ich wollte gerade. Ja, ich hab's mir nicht durchgelesen. Und ich wollte mir einmal so eine Bone-Rüstung bauen, schau mal, wie das ausschaut. Die macht man übrigens mit. Oh, ich habe einen zu Knochen zu wenig. 6 Knochen, kann das sein? 6 Knochen und 3 Kloffe. Und die bringt. Dabei. Und die bringt doppelt so viel wie die. Wie die Lurchrüstung, quasi. Und ich habe jetzt auf einmal wieder eine Rusty Axe im Inventar, obwohl ich nie eine hatte. Was auch sehr strange ist. Aber gut. Sorry. Egal, 3 Äxte. Nice. Jo, ich brauche auf jeden Fall mehr Knochen. Ja, eigentlich müssten wir ein Schlachtfest machen. Ja. Und ich bringe mal ein paar Sticks wieder rein auch. Ich gehe jetzt mal Sticks sammeln. Dann schauen wir, falls mal die... In welchen bisschen okay, im Wald gehen. Wir haben schon Besuch. Echt jetzt? Ja. Krass. Nice. Knochen. Hallo! Hallo, Mutti. Oder Fadi, wie auch immer. Ohlalalal. Pass auf, die machen jetzt übrigens mehr Schaden. Ne? Ja. Ich wollte es nur sagen. Ich bin down. Was? Jetzt schon? Leute! Ja. Deswegen sage ich also, ja, das geht echt schnell. Ja, und man kann nicht mehr so krass blocken, man nimmt trotz Blockenschaden übrigens jetzt. Ja, was heißt, das geht schnell? Ich war gerade One-Hit. Ja, deswegen nimm deine Axt zum Blocken. Deswegen nimm dein Ding nicht. Ja, das war ja, der andere hat mich ja auch nicht, ne? Da ist noch einer da. Oh, wo ist der Ficker, ey? Ja, komm her! Er ist auch so schnell! Du hast eine Taschenlampe, ich hab einen Speer! Ich hab einen Kopf. Ist das Leon? Ne, das ist nicht Leon. Du Scheiße, das wollte ich, und legen mal wollte ich grad schon das N-Wort sagen, ne? Ja, kannst du doch. Nee. Okay. Vielleicht mal ein Lagerfeuer machen und das Feuer legen. Wir sind doch nicht in Amerika, hä? Bin ja jetzt, ne? Ich will jetzt ja nicht rassistisch sein, ne, boy. Im Moment muss ich einfach sagen, weißt du, wie sehr mich Türken abfucken, das ist echt ein Witz. Hast du was gegen Türken? Die mit ihrem scheiß Osman-Gelaber, ey. Du kannst auf den ganzen Körper, kannst du das vorlegen, ne? Ja, kann man.
Ich geh mal kurz hier. Ja, komm mal. Kommen dann auch alle Kosten. Geh mal hier raus, die 5. Ja, das, na klar. Ja, klar, das keine Ahnung. Übrigens, hier ist ein Feuer-Mutant auch kurz gewesen. Ich glaube, das ist wieder weggelaufen. Alter. Bin mir nicht sicher. Ja, hinter dir! Wow! Danke, ich hab im letzten Moment geblockt. Auf dem Baum. Nee, so nicht. Hallo? Da ist das knusprige Hähnchen. Der Irgendwer du von euch hat mich Türke. Gehittet. Ich mag Türken, aber nicht alle. Lol. Ich kann dich nicht aufheben. Ja, dann nehme ich ihn. Ah, kontroverse Folge. Ah. Was heißt kontrovers, ey? Die labern einfach ein Bullshit manchmal. Hey, wie kann man den ganzen Körper bitte da hinlegen? Ja, keine Ahnung, es ist halt schwierig zu sagen, für mich jetzt prinzipiell gesehen, weil... Hä, hey, ihr, wieso müsst ihr die müsst ihr nicht zerstückeln, die wirfst du einfach rein, pum. Oh. Fertig. Und dann kannst du die Knochen, die ganzen. Liam ist leicht gereizt, eventuell. Lol, ich kann... Aber jetzt. Haha, die Möwe, du bist ein Spaß, Junge. Ich muss mir, glaube ich, bald ein paar... Bäume fällen, einfach um wieder ein bisschen Harz zu bekommen. Ah, ich schau mal, dass ich hier die Bäume nicht so nahe vornehme. Ich hab nur 38 bei so vielen Bäumen, wie ich schon gefällt habe. Wie war's, 38? Ja, wenn du sprengst, bekommst du nichts. Ja, ich hab die ja nicht immer gesprengt. Was, 38 meinst du? Harz. Achso. Kann sein, dass da sogar mehr Knochen rauskommen, wenn man die komplett ins Feuer schmeißt. Ja, komm noch. Dem kriegt man ja sonst nur 4 raus, da kam jetzt aber irgendwie 8 oder so. Ja, eben. Deswegen sage ich doch, es ist klüger so zu machen. C war das, oder? Ja, boah, ich muss das Ganze wieder so ein bisschen reinkommen ins Spiel wegen der Pause. Ja. Die war doch schon ein bisschen lang. Entweder wir nehmen nicht mehr so viel im Voraus aus, oder wir nehmen öfters im Voraus auf. Wir hatten eine Zeit lang halt viel zu viel, oder? Ja, wir haben kommen wieder welche. Folgen tatsächlich im Voraus. Ah ja, und Leon, weißt du, was noch wichtig ist? Was? Wir können jetzt auf so einen Baum, also so was denn, den Schlitten, den Baumschlitten, quasi. Au, ich bin kann man down. Jetzt. Was bist du für ein Noob, Leon? Ja, im Gegensatz zu dir kämpfe ich halt und verstecke mich nicht die ganze Zeit drinne. Ja, du musst halt, das ist halt taktisch, du solltest halt nicht immer. Nein. Oh, ich kämpfe halt immer alleine gegen 2 oder so. Ja, dann musst du halt mal wegrennen oder dich ich renne taktisch aber nicht verstecken. Weg, Junge. Ja. Hit und dann wieder gehen. Ja, normalerweise halt, ne? Bei dem Speer kann man ja durchklicken und die können einen nicht hauen, aber dann kommt halt immer der zweite an. Au. Au. Für mich hat auch. Och, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ja. Ah. Tja, Leon. Boah, ey, das ist so scheiße. Was wollte ich gerade? Haben wir noch irgendwo Essen? Ich habe nichts mehr. Weißt du, erklär mir mal, wieso so scheiß Eingeborene dich mit der Faust One-Hitten oder Two-Hitten und du dir mit einem Speer oder einer Axt irgendwie 50 Schläge für brauchst? Weil das so ist. Wir sind zu faul, mehr Eingeborene mit Waffen zu entwickeln, deswegen machen wir die mit Fäusten einfach stärker. Wir sind behinderte Entwickler. Boah, ey. Diese Folge trägt den Namen Leons Agro-Anwandlungen. Dankeschön. Vor allem, ich hab mich schon beruhigt, ich war eben schlechter drauf. Tja. Was sagt alles über Leon? Was ist das hier recht bitte für ein... Noch ein Turm, ey. Ich brauche noch ein... Ich möchte eine Rüstung auf jeden Fall. Wo sind denn die Knochen hier? Ey, was hast du hier für eine Antenne aus Knochen gebaut, Alex? Naja, das war ich. Was? Keine Ahnung, was das war. Was tut ihr damit? Damit wir auch Top-Radio-Empfang haben. Lol. The fuck, mate. Ja, ich glaube, er wollte einfach nur die Höhe einzeichnen, wie hoch man das machen kann oder so, keine Ahnung. Na, ich bin nicht schief angekommen. Ey, wo sind jetzt die ganzen Knochen? Habt ihr die schon verbaut wieder? Ja, guck dir, Alter, die Reihe vorne ist fast fertig. Eingeborenen, kommt her. Happa, happa. So, ich mach mir jetzt mal erstmal... Ich mach mir erstmal Bone Armor.
Was willst denn du bauen? Keine Ahnung, ich habe jetzt nur gebaut. Keine Ahnung. Ich baue gerade eher mehr oder weniger so ein bisschen Rüstung und schau, dass ich den Stick Fahrrad wieder so ein bisschen reinhole. Am besten. Weil Sticks sind wichtig, wie man weiß. Deswegen hole ich mir ein paar Sticks. Fallen sind ja auch schrecklich uneffizient, oder? Nee, die gehen mittlerweile. Die Happy Burster Trap fallen dann an. Macht die. Die ist voll geil. Jede Falle macht One-Hit. Und die kann man immer neu aufbauen. Wo soll ich denn mal eine hinbauen? Keine Ahnung, wo die meisten herkommen am besten. Also schwierig zu sagen, ne? Gibt's hier noch irgendwo eine Stelle? Doch. Hier irgendwo ist noch irgendeine Stelle, wo ich nachhelfen muss mit Baumharz. Boah, ich habe schon wieder kein Baumharz, musst du mich verarschen. Und ich trinke. Ja, hier ist ja noch. Wir haben hier. Wir machen hier gerade. Okay. Soll ich Bone Armor? Die werden aber auch ausgelöst, wenn wir durchlaufen, ne? Ach, das wüsste ich nicht. Von dir selber nicht. Ob es bei uns ausgelöst wird, weiß ich nicht. Ah! Nein! Ja, sie werden von uns ausgelöst. Okay. Ach, Mann! Lass mal die Stickbäume abreißen, das wollte ich sagen damit. So. Ja, und die machen, glaube ich, One-Hit, gell, übrigens auch bei uns. Soll ich testen? Oh Gott. Okay, dann wird sie nur von uns ausgelöst, meine ich. Finde ich gut. Und es kann jetzt mehr Loks auch transportiert werden, falls ich das schon gesagt habe, ne? Was? Mit dem Schlitten können jetzt statt 5 Loks oder 7 Loks, wie es waren jetzt 11 oder so transportiert werden. Nice. Ja. Warte mal. Auf jeden Fall 4 mehr, ich weiß nicht, wie viel es vorher waren. 7 waren es, glaube ich. Nee, das funktioniert nicht. Wieso kann man da nicht drüber springen? Was soll denn der Scheiß? So ein Schmock, ey. Sollen wir denn. Ich mach mal den Stickholder wieder voll. Ich mach mal den Stickholder wieder voll. Brauch ich mal noch eine hin, ja. Ja, das mache ich tatsächlich dann gleich mal. Buch, Stickholder und Rockholder mache ich noch einen neuen. Leaf Trap Pile gibt es auch noch was Neues. So, du brauchst da jetzt sowas, gut, dann baue ich die nächste hier hin. What the fuck war das denn, hä? Meine Arrows sind wieder keine Brandpfeile mehr, wie immer, hä? So eine Scheiße. Irgendwas wollte ich noch zwischendrin. Halleluja, it's raining man. Halleluja, it's raining man. Alter Leon, bist du mir Motivation? Boah, halt die Fresse, Alex. Komm mir nicht mit Motivation. Motivation, was ist das? So call me maybe. Dun, 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 dun. Na 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 na. Na 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 na. So call me Leon. Mann! Leon, übersteuer nicht da. Du mich verarschen. Ja. So, hier wächst ganz viel Aloe Vera, das ist schon mal gut. Ui, Aloe Vera. Bei uns im Garten, ja. Unsere Tür wackelt noch immer so geil da drinnen, ha. Als würde die voll abdancen. Hey. Mein Gott, ich kann mich nie erinnern, was ich wollte. So. Lockholder. Crazy. So, hier ist mein Lockholder. Call me maybe. Stickholder, mein hey Baby, Gott. Ich hab einen Lockholder. Willst du nicht vorbeikommen und die mal angucken? Ja, klar. Darfst du die Loks auch angucken? Darfst du mit. Sexwitz. Ich bin Leon. Scheiße, Leon. Das hab ich schon wieder fast. Alex. Ja, sorry, hab ich den schon noch immer an oder hab ich den wieder aus? Wieder an. Aus. Okay. Ich baue so hier neben der Cabin nochmal was hin. Neben der Cabin, aka Kevin. Haha.
Jeder hat gelacht. Hoch. Ja, Alex hat einen Witz gemacht. Ja, alles passiert theoretisch. Manchmal soll das vorkommen. Hoch! Jetzt. So. Gibt einen der Wind echt manchmal durch die Gegend? Ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Ich hab keine Ahnung. Weil ich hab grad, ich war grad im Menü, im Inventar. Komm wieder und dann kam das Geräusch vom Windstoß und ich bin 5 Meter weiter. Ja, keine Ahnung, es kann ja tatsächlich sein, aber ich bin mir nicht sicher, normalerweise. Ja, aber ganz nicht. Schön komisch. Ja, ja, klar, weil. Da! Bevor du weiter geschoben wirst, wirst du eher durch die Gegend geschleudert. Und dann müsste alles hier andere krumm stehen auch, also, ne? Ein bisschen crazy. Hat eigentlich irgendwer von euch geguckt, wo es Katana gibt? Nee. Nur das, was wir das letzte Mal schon gewusst haben, aber irgendwie ist es nie da, wo es sein soll. Also, man könnte halt wieder jetzt gucken, weil halt wieder die Map geladen ist, ne, aber... Keine Ahnung, ob wir immer wieder das gleiche suchen. Wollen Alter, du Scheißrewe, du löst jetzt meine Fallen auf, da sollen die Kannibalen rein. Verpiss dich! Hat er da vielleicht noch einen Kopf? Bei froh, dann haben nee, wir haben noch keinen. Dann haben wir wieder was zu futtern. Nicht mal. Ich drücke immer B statt Inventar. Ich hab doch gerade einen Baum gefällt, wieso hab ich kein Harz mehr? Oh. Verreck, Reh. Verreck. Das Reh kann durch die Fallen durchlaufen. Ach ja, und der böse Pazifist hat einen geilen Rehwitz gemacht. Wir sind nämlich Regetarier, sind wir nämlich. Alle. Gott. Regetarier. Ja. Alle, Patrick, hast du noch einen Kopf? Einen Schädel? Für diese Lampe hier? Ein Schädel? Warte mal. Ich will uns das markieren, nachdem wir nachts wegrennen vor denen, dass wir zwischen den Teilen durchlaufen. Ja, na klar. Magst du das Startland fertig bauen? Danke. Ja, ich habe erfolgreich ein Baumstumpf entfernt. Ich bin sehr stolz auf sie. Boah, jetzt habe ich gerade meinen Damage-Pfeiler wieder fertig gemacht und dann ist es Reh weg. Geil. Nice. Hier, Leon Jackson, es ist Rewe. Hahaha. Ha, ha. Oh, Alter. Ja, ich bin voll der Witzbold, ich weiß. Hier ist ein Laptop übrigens mitten im Wald, was auch cool ist. Wir bringen das kein. Das wäre cool, wenn das irgendwie irgendein Holz gäbe, wenn man die Baumstümpfe entfernt. So Holzscheitel fürs Lagerfeuer oder so. Ja, wäre nicht schlecht. Da muss ich dir ja, recht aber warum geben. Kann man die dann wegtun? Das sehe ich jetzt nicht ganz. Einfach wegen Platzgründen, schätze ich. Wenn man was baut oder so und die im Weg sind. Ja, wächst dann generell nichts mehr nach oder was? Oder? Ja. Anscheinend, keine Ahnung. Aber die spielen ja sowieso in der Alpha noch mit jedem Bau. Soll ich noch mehr Fallen um unser Lager rumbauen? Je mehr, desto besser, okay. Oder? Dass wir nicht geflankt werden können, wenn wirklich mal eine Hardcore-Attacke kommt, was durchaus passieren deswegen könnte. Deswegen mache ich ja eine schöne Plattform. Gibt es eigentlich mittlerweile irgendwie so ein Kaliber 50 Maschinengewehr, was man aufstellen kann auf die Plattform? Apropos, nein, Leon, es wurde eine Tenniskanone was? Empfohlen. Wo? In den Kommentaren und du schreist so laut rein jedes ja, Mal. Ja, ich werde heute so oft übersteuern, glaube ich. Sorry schon mal im Voraus. Aber heute ist der Tag, wo ich meiner Stimme Platz lassen muss, ey. Also Leon hat wieder mal seine Tage, nicht wahr? Ja. Und jetzt ist gerade der Lichteinfall so blöd, dass ich nicht sehe, wie ich die Plattform bauen soll. Nice! Nice. So, was wollte ich denn? Ach ja, den Sticks mir Freiraum geben hier. So, ich hab wir haben fast zwei Stickholder voller Sticks voll. Also das ist schon mal gut. Wir haben noch ordentlich Holz in der Basis. Wir haben ordentlich Holz vor der Hütte. Also alles gut. Wir sind versorgt für schlechte Tage. Oh ja, und wenn der Regen da ist, dann sind wir gerade eigentlich wieder unsere Trinkmöglichkeiten aufgefüllt hier drinnen.
Das heißt, das ist auch gut. Und wir brauchen, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind mehr Bones. Und dann können wir mal demnächst wieder mal auf Schatzsuche gehen. Naja, aber wir haben ja gesagt, wir machen heute mehr oder weniger Ich lass, mach alles, zwischen den, diese Aufnahme, mach zwischen den was Fallen Bauen immer zwei betrifft. Fackeln, wo man durchlaufen kann, ja? Ja. Für uns als Markierung dann. Okay. Oder wir Nein. könnten um die Fallen nochmal direkt quasi einen Bone-Fence bauen. Ja, aber wir Nochmal. müssen ja auch irgendwie Um durchkommen. die quasi. Ja, um. Ja, wir können ja eh durch die Fallen laufen. Ja, Oder über den aber Bone-Fence drüber nein, aber guck mal, springen. wenn wir die auslösen, kommen wir nicht weiter. Wenn wir vor denen wegrennen und nicht mehr weiterrennen können, wäre das ganz schön scheiße. Das meine ich, dass wir halt die Wege zwischendurch haben. Ja, wir haben halt den Rückzugsort hier über die Plattform Ey, hier raus. ich krieg durch, wodurch kriegt man immer das Harz? Bäume Ja, aber fällen. ich hab gerade drei Bäume gefällt und ich habe kein Harz gekriegt. Ja, ich auch nicht. Ja, Kann es komisch. sein, dass die das gemacht haben, dass man jetzt immer diesen Topf braucht? Aber stimmt, es wäre eine gute Idee und eine gute Ja, Alternative, das warte. stimmt schon. Konnte man den Topf nicht auch an andere Dinger dran flezen? Musste das ein Baum sein? Ging nicht auch? Boah, ich habe Nee, keine Ahnung. ging. Ja, an einem Baum muss es Ja. dran sein, Warte, ja. wir haben hier. Brauchen einen Baum. Bambi, Baum! bleib hier. Boah, ich hasse es, dass die So. Rehe immer durch Ey, unsere die drei Buildings Bäume, durchrennen, die hier ha? vor. Ey, du scheiß Reh! Mit dem Reh los, Alter. Ey, das geht mir auf den Ja, Sack. ich. Es geht mir auch um den Sack, ich will es auch killen. Weil vor allen Dingen können wir, glaube ich, mit. Ne, mit drei. Bu Warte mal, mit was können wir. Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt einen Köcher gebaut aus drei Hasenfellen und einer Rope. Übrigens. Boah, ich kill das Viech Das jetzt. heißt. Das heißt, wir können dann 20 mehr Pfeile tragen. Nice. Übrigens, das wollte ich auch so sagen, das habe ich jetzt gerade gebaut. Und es gibt halt quasi Schneeschuhe und die wir uns noch immer nicht gebaut haben und wärmende Rabbit-Schuhe. Und der einzige Nachteil von der Skelettrüstung ist quasi, der halt hält zwar doppelt so viel aus, aber gibt nicht so viel Wärme wie eine Ja, ist logisch. Eidechsenrüstung. Ja. Das heißt, man braucht halt eben unterhalb die Rehhaut als Wärmepolster quasi. Kackviech. Ich hätte einen alten Topf. Wie baut man denn das Da ist Harzteil? schon eins. Du einfach auswählen im. Also, das ist da drinnen auch okay. Ja, ich baue ein zweites einfach, weil schaden kann Naja. sie nicht. Boah, du Kackreh, bist jetzt von der Klippe gesprungen, du feige Sau. Oh, ey. Da müssen wir uns halt einen Baum aussuchen, bei dem wir nicht Ja, die absägen, drei quasi. Bäume, die direkt vor unserer Tür stehen, eigentlich, da habe ich das jetzt dran gebaut. Da können wir die jetzt dran machen und dürfen die halt nicht Okay, fällen. dann mache ich das hier ran, ich sehe schon, ja. Mach das hier dran. So, sehr gut. Selber pflanzen geht ja immer noch nicht, ne? Leider nicht. Leider nein. Das wäre echt ein gutes Feature, weil dann könnten wir uns tatsächlich eine Schutzmauer aus natürlichen Bäumen bauen. Obwohl die dann ja klettern können, aber naja, gut. Aber es wird witzig. Übrigens, die Modern Axe ist, glaube ich, die beste Ja. Holzfäller-Axt. Ich bin mir nicht Echt sicher. jetzt? Ich habe irgendwie immer. Ach so. Ja, nee, passt, passt, passt. Ich dachte gerade immer die andere. Nicht meine. Ja, ich Bräuchte ich schau noch mal etwas mal. zum Schnabeln? Ja, wir haben, ich habe noch ein bisschen was aufgehängt drinnen, weil ich gerade vorhin ein Kaninchen zerstört habe. Zerstört. Boom! Zerstört! Entschuldigung. Ja, was ist doch lustig? Ja, ich kann mir vorstellen, wenn so ein Typ vor einem Kaninchen steht, das guckt ihn so an und der tritt ihm wie voll in die Fresse und schreit zerstört. Fatality. Critical Hit! Oh nein, ich bin ins Feuer gerannt, ich Idiot. Hört man's? Etwas, ja. So. Ach ja, man kann übrigens auch jetzt den Forest ab und zu nehmen,
Wenn man viel Soda trinkt, nimmt man zu, wenn man mehr Wasser trinkt, nimmt man ab. Oh, echt jetzt? Tatsächlich. Ja, das ist kein Scherz. Und wenn man auch von Kannibalen isst, dann nimmt man auch zu. Also Menschenfleisch Ja. isst. Und man wird langsam über Zeit. Haha, viel Spaß, Alex. Ja, was? Ich trinke ja hier fast kein Ich Soda. ernähre mich eigentlich die ganze Zeit nur von Kaninchen und so. Ja, dann sagen wir mal, wie schwer du bist, Leon. Ich bin 209 LBS, also Pfund. 205. Okay, fuck. Ich bin Na gut. 205. Ah ja, unser Lagerfeuer ist übrigens da nicht Jetzt habe ich doch bummelnice. noch Harz durch Baumfällen gekriegt. Soll ich mal ein größeres Feuer bauen? So, wir haben jetzt eine Menge Traps hier vorstehen. Also eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach mal ein lustiges. Schätze, weil das ist jetzt der Bereich, wo die eigentlich immer am Rumlungern waren. Ich glaube, das wird reichen. Das Feuer wird jetzt lustig. Ich glaube, das reicht nur für eine Zeit, ne? Gar nicht wissen, was du da gerade machst. Alter. Brennt gleich unsere Hütte ab. Das wäre so geil, wenn die das irgendwann reinpatchen, dass die Hütten abbrennen können und so. Dann sind Hast wir auf. du gewusst, dass du Bäume anzünden kannst und sie dann niederbrennen? Das dürfte jetzt auch neu sein, oder? What the fuck ist das Ja, für ein ja. Feuer? Au! Das ist Au! Bonfire. Au! Au! Oh, den Feuertanz. Kaninchen? Heuer. Ja, Leon muss auch bald in die Hey, Heuer, aber what the glaube ich. fuck, ey? Was ist das denn für ein Feuer? How do you Das Bon. bauen das? Das Bonfire. Es ist Bonfire, so heißt es halt. Schaut im Inventar viel What the kleiner, als fuck? es in Wirklichkeit Boah, ist. ich hab voll die Idee. Kann man da auch Zeugs reinbauen? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da kann man gar nicht heizen, aber ich bin mir das nicht. Es ist einfach nur da, aber es schaut geil aus, auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Kaninchen! Kaninchen! Hab voll die Idee. Aber ich hasse es, wenn die Hey, Viecher Patrick? durch unsere Basis. Ja. Sind. Können wir bei deinem Turm hier, ne? Auf das Ja. eine noch ein Turm machen, da dann oben dieses große Feuer drauf machen, dass das dann nicht bei Helms Klamm so ein Feuer ist. Wenn sie kommen, muss das einer anzünden. Schaut dann aus wie das olympische Feuer, mehr oder weniger, so Wie in lange dem brennt denn Rahmen. das? Ja, probier's mal. Es brennt, glaube ich, ziemlich lange, weil es aus 5 Logs gemacht wird und 20 Sticks. Okay, geil. Just saying. Plattform. Ich Wallplanter. mache mal auch mehr Geil. Gärten, ne? Weil wir haben nicht so Bau viel mal einen Seeds. Wallplanter. Es gibt so ein Ding, was du an die Mauer hängen kannst. Garten. Ach ja, stimmt. Wie heißt es? Ich werde es Wallplanter. wahrscheinlich hier Ach, gleich sehen. lol. Wallplanter. Bam, 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 bam. War Alter, Weapon ich habe bis Rack jetzt gibt's auch, erst nur krass. zwei Hasen gefunden, die ich renne. Oh lol, ich sehe, was du meinst, Leon. Das schaut cool aus, Bist wenn du ich ehrlich bin. Freund Sorry. oder Feind? Scheiß auf den Feind! Freund oder Feind? Deutsche Filmindustrie ist schon super. Lol, das braucht Au! 25 Sticks, willst du mich verarschen? Das ist so ewig klein und es braucht Hi, 25 hi, hi, Sticks. tatai, dip, 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 space taxi to the sky. Ja. Leon, das ist ewig Mann. klein und braucht 25 Sticks. Geil. Also, ich nehme erstmal einen normalen Garten erstmal wieder, wenn ich den finde. Dann kannst ja du ja nachher zusammen bauen. Naja. Für Deko, weil Achtung! du weißt ja sowieso, wie das Baumfeld! besser ausschaut. Small Garden. Wieso gibt es keinen Big Garden? Fuck, ich habe keine Seile mehr.
muss was essen. Jo. Ja, gut. Das wird jetzt lustig. Komm doch, du scheiß Reh. Habe ich das Gefühl. Das ist so Reh. Nein, ich will den Hasen da hinten. Wie viel brauchte man für das Feuer, Alex? Wie viele Loks? 5. Ja, easy. Und 20 Sticks oder so. Und 20 Leaves. Aber Leaves sollte kein Problem sein. Also irgendwas wollte ich noch. Ach ja, hier. Pouch. Pouch. Komm, sei lustig. So. Ey. Oh, mein Onkel. Aber echt, in unserem Garten blüht ziemlich viel, muss ich sagen. Das ist ziemlich geil. So beim Beilaufen. Was nimmst du hier, das Fleisch? Boah, wie meine Axt jetzt aussieht, obwohl ich an Bäume fällt, bin, ist die voll mit Blut. Blut. Oh Mann. Die Blutaxt, Junge. Das wäre geil, wenn das Feuer da oben so viel Licht machen würde, dass das hier alles erleuchtet. Das werden wir dann eh sehen. Ja, ich glaube ja, aber nicht. Sind wir dann eh bei Nacht? Ich glaube auch nicht. Wobei es eh bald Nacht aber, wird, ja. Also... Ja, das stimmt. Können wir vor allen Dingen... gleich noch so ein Seil da hochbauen. Die Dorfbewohner wieder mal so... What the fuck? Apropos Zeit, ja, die Folge ist erstmal hier schon wieder rum. Das habe ich fast ganz übersehen. Naja, das ist schnell gegangen, aber wir waren etwas produktiv. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Spielt schön weiter, meine lieben Kinder. Okay. Immer schön auf Onkel Leon hören, genau. Was? Siehst du das Lagerfeuer hier? Ja. Was? Ja, ich bin am Decken. Throwing grenade. Yeah.